Ich erinnere mich genau an den Tag zurück, an den Mama Afrika mein Leben verändert hat. Es war der 18.05.2017 und die Englisch-ZAP, sie fing genau um 9 Uhr an. 12 Kilo Knetmasse, Kofferraum, G-Klasse, Paranoia, während ich mich langsam auf den Weg mache, aufsteigen. Wir alle waren aufgeregt und dachten, ja, Englisch, das wird doch gar nicht so schlimm. Ja, wir dachten, es wird nicht so schlimm. Sie haben gesagt, es wird nicht schlimm. Ja, es hat sich ganz zum Gegenteil entwickelt. Mama Afrika hat unser Leben zerstört. Mama Afrika, genau die Mama Afrika, sie hat unser Hörverstehen gefickt. Die Englisch-ZAP, sie ist komplett eskaliert, Leute. Wir sind so abgekackt, es war so schlimm. Der Text, das war keine Abschlussprüfung mehr. Das war eine Doktorarbeit. Leute, das ist kein Schulenglisch mehr. Das war über unser Niveau, das war höher als Gymnasiumniveau. Leute, wir sind so am Arsch gewesen, ne? Die zentralen Abschlussprüfungen davor, sie gingen alle super. Das Englisch, es war verständlich. Begriffe, die nicht deutlich waren, wurden erklärt. Aber in unserer ZAP, da war es genau das Gegenteil. In unserer ZAP, da ging es nicht mit rechten Dingen zu. Der Text war viel zu hoch für uns. Die Wörter, es war unverständlich. Die Fragen, wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir haben uns den Text zusammengerätselt, weil so viele Fachwörter da drin waren, die wir einfach nicht verstanden haben. Wir haben keinen Textzusammenhang rausgefunden, wir haben keine Struktur rauslesen können, weil es einfach zu schwer für uns war. Manche machen auf gutefrage.net oder auf anderen Plattformen einen Ausruf dazu, dass wir die ZAP nochmal schreiben sollen. Allerdings denke ich nicht, dass das zustande kommen wird, da ganz NRW die dann nochmal schreiben müsste. Das wird also nicht der Fall sein. Ich wollte mich auf jeden Fall mal dafür bedanken. Danke Mama Afrika, dass du unseren Schulabschluss verkackt hast. Das war mein McDonald's-Moment, Leute. Das war Mama Afrika. Ich würde es auf jeden Fall auch noch sagen, hallo Mama Afrika. Tschüss, Schulabschluss. An alle, die verkackt haben, Leute, macht euch jetzt nichts draus. Es ist vorbei. Ihr könnt es jetzt nicht mehr ändern. Es ist geschrieben. Vielleicht bekommt man ja auch so viele Teilpunkte, dass man doch noch auf eine 4 kommt. Sogar die Intelligentesten aus der Klasse haben teilweise geraten, Leute. Und das kann es ja nun echt nicht sein. Damit möchte ich mich auf jeden Fall bedanken, Leute, dass ihr dem Video zugehört habt, dass ihr mein Problem zugehört habt. Danke auf jeden Fall an Mama Afrika, dass du unseren Schulabschluss verkackt hast, Mann. Peach! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video. Wenn es euch genauso geht wie mir, lasst einen Like da. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Ciao!